Servus Leute und willkommen hier aus dem schönen verschneiten Schwarzwald. Ich habe schon lange kein Lebenszeichen mehr von mir gegeben und das möchte ich jetzt hiermit tun. Das ist perfektes Wetter, um Biwaken zu gehen. Es ist zum einen sonnig, zum einen verschneit und zum anderen haben wir auch Temperaturen im Minusbereich. Also wirklich perfekte Bedingungen für ein neues Video. Und damit wünsche ich euch viel Spaß hier bei diesem kleinen Winter-Overnighter. Wir haben unseren Zielort jetzt erreicht. Hier müssen wir noch einen vernünftigen Schlafplatz finden. Und das ist eben bei Schnee sehr, sehr schwierig. Denn die ganzen Bäume sind oftmals schneebruchgefährdet. Da kann ich wieder aus dem Vorstudium was sagen, dass da eben der HD-Wert zum Beispiel eine sehr wichtige Rolle spielt, also Höhe durch Durchmesser. Und je geringer der Wert eines Baumes ist, desto weniger schneebruchgefährdet ist es. So, und der Schnee hier liegt jetzt schon ein paar Tage. Wir sind hier auch zum Glück auf dem Südhang. Das heißt, die Sonne strahlt hier schön auf die Bäume schon drauf und schmilzt den Schnee. Somit ist hier oben auf den Kronen kein Schnee mehr und diese Bäume sind so gut wie nicht gefährdet, was das angeht. Das heißt, hier können wir einen richtig guten Biwakplatz auch eben aussuchen. Müssen natürlich dann auch auf die Neigung achten. Ja, das machen wir dann auch gleich. Das seht ihr dann hier im Zeitraffer. Und dann suchen wir uns jetzt noch ein bisschen Feuerholz und machen uns gleich ein kleines Lagerfeuer. Ja, so sieht's soweit aus. Ja, guten Abend. Ich sitze hier schon in meinem Shirt. Es ist ein bisschen kalt. Draußen allerdings etwas mehr als hier drin. Also ich habe hier so ein Biwaksack, nennt man das einfach. Ich erkläre es euch einfach mal. Das ist so ein Sack, der ist von innen mit Aluminium beschichtet, Aluminium besprüht.
Und daran kann ich jetzt so Zeltenden dran machen. Also den kann ich auch als Poncho nutzen. Das ist so ein Mehrfachding. Und das teste ich jetzt einfach mal. Und das seht ihr dann hier einmal. Hier liege ich in meinen zwei Schlafsäcken. Dann ist hier überall der Biwaksack bzw. der Poncho. Da hinten sind die Zeltenden mit Reißverschluss verbunden. Dann habe ich da meinen Rucksack, meine Stiefel, dann das Wasser, was ich morgen nicht unbedingt direkt brauche, sondern das trinke ich gleich noch eben auf. Dann habe ich da noch mein Messer, dann meine Packsäcke und diese Zelte. Also das Zelt hier ist mit so Trekkingstöcken ist es gehalten, dass ich da eben auch an Gewicht einspare. Ja, ich gehe jetzt pennen. Wir haben jetzt gerade noch ein bisschen die Sterne genossen, allerdings leider keine Sternschnuppe gesehen. Aber ich blende euch jetzt hier noch ein paar Aufnahmen ein. Wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann. Gute Nacht. Tschüss. Das war es auch schon wieder mit unserem Winterbiwak. Ich hoffe, ihr konntet ein paar gute Eindrücke vom winterlichen Schwarzwald erlangen. Und ich hoffe auch, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, dann lasst doch gerne ein Abo und ein Like da. Und hier kommt ihr nochmal zum Video der Alpenübernachtung. Wir sehen uns dann hoffentlich das nächste Mal wieder. Bis denn. Ciao.